Anoint! Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Lauf schneller, Genosse. Die alte Zeit ist hinter dir her. Mindestens Schritt halten mit der Gegenwart. Aber wovor läufst du eigentlich davon? Vielleicht davor, dass es Herbst und Winter wird. Vielleicht vor der Arbeit. Vielleicht vor der andauernden Perspektive, sich ohne richtigen Job einfach weiter durchzuwursteln. Vielleicht läufst du weg vor irgendwelchen Einsichten, die einen ereilen, wenn man einmal recht vernünftig doch nachdenkt. Wutpilgerstreifzüge. Immer wieder geht's da um die Revolution. Aber vielleicht musst du dich anfreunden mit dem Gedanken, dass du den großen Umsturz in deinem Leben nicht mehr mitbekommen wirst. Vielleicht wird es das nie geben. So eine Befreiung im größeren Maßstab. Revolution? Steck dir den Gedanken in die Tasche, mein Freund. Aber wenn man schon desillusioniert ist, will man auch nicht gleich verbittert, verstockt oder ein Arschloch werden. Also ist die Frage, was für Möglichkeiten bleiben. Vielleicht ist Punksein eine Möglichkeit. Rock'n'Roll statt Revolution. Was Punks denken, was sie für Musik machen und was für Gefühle sie haben, davon handelt diese Sendung. Zitteramseln, herzlich willkommen. Einfach Punk zu sein. Selbsttötungen aus der Provinz. Forever Punk. Du hast leicht reden, Max. Sehen wir in den Spiegel des Zeitgeistes. Betrachten wir das Antlitz der Bestie, des gestrandeten, berauschten, gezeugten. Er, verbittert genug aufzubrechen zu neuen Ufern, bereit, neue Formen des Nichts anzuzapfen. Mach mit, bleib fit, sei quitt mit deinen Häschern im Mondschein der Entmündigung des traurigen Ohrs. Lesen auch Sie Message aus Leipzig, hören Sie Punkrocktikum. Djugaschwili als trotzkistischer Kesselflicker am Banjo der Weltangst. A.A.S. Neil Makarenko. Er out genug, das nächste Flaschbier zu öffnen, den nächsten Joint zu ordnen, Flaschnost und ein Dreier Afghane Perestroika, kiffen und besoffen sein, des freien Menschen Sonnenschein. Er,
ein fragender Wilze, 750 Jahre nach der Schlachtung beider Elternteile durch die Angry Young Men. Siehe Friedrich Engels Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, siehe Jakob Grimm Deutsche Rechtsgüter, siehe auch Friss oder Stirb Wilson zwischen Alex und Checkpoint. Aber nicht nur er. Was manchen Ska-Sklaven unmöglich erscheint, auch außerhalb des Steinbruchs Prenzlberg legen junge Menschen Zeugnis ab von ihrer Liebe zum Leben, ihrer Lust auf die Errungenschaften der pogo-ideologischen, ideopogologischen Verantwortungslosigkeit. Gruppen wie Lattentat Leipzig, Schleimkeim Erfurt, feindliche Mähdrescher Greiz, die toten Hoden, The Mösenmichels Halle, zeigen das. Gruppen wie Saint-Toupé Halle, Beschissen Halle Leipzig, New Adults Leipzig zeigen das. Der König ist weg, aber es wird nicht vergessen werden. Das ist die Geschichte eines Johnny Rotten. Es ist besser, auszubrennen, als es zu rosten. Der König ist weg, aber es wird nicht vergessen werden. Das ist die Geschichte von einem König. Von einem König ohne Stuhl, von einem König der Arbeitslosigkeit, von einem, den der Alltag eingeholt hat. Ein Alltag zwischen dünnen Wänden, zwischen Haus und Unrat. Aber es soll nichts vergessen werden. 13. Dezember 2016. Der Müll im Hausflur stapelt sich, alles andere auch. Die Pfandflaschen sind das Tagebuch der vergangenen Tage. Die Mitbewohner höre ich durch die dünnen Wände ficken, als wäre ich ein Teil davon. Die Distanz ist wie der Tagesrhythmus. Genug von immergleichen, ich brauche nichts anderes mehr. Der nächste Urlaub endet, wie er begonnen hat. Alleine zwischen Müll und Pfand und den Stimmen der anderen. Ich kenne den Rhythmus deines Atems. Durch papierdünne Wände? Lachst du? Oder ist es Stöhnen? Am Ende interessiert es mich nicht. Ich könnte deine Erlösung sein. Aber ich bin nur dein Nachbar. Wir sind zwangsweise gegenseitig Stalker. Im Treppenhaus kein Blick, kein Gruß. Bye.
19. Juli 2018. Sehe ich meine Arbeitskollegen, zweifle ich an der Glaubwürdigkeit des Hedonismus in einer ausgespuckten Welt mit entfremdeten Bedürfnissen nach Genuss. Da sitzen sie wie antike Götter und unterhalten sich über Frauen, Spielkonsolen, Autos, ihre Kinder, Energydrinks und E-Zigaretten. Auf den zweiten Blick Langeweile, leere Gesichter, Neurose. Eine Zunge bewegt sich hinter verfaulten Zähnen. Fehlende Perspektiven und fehlende Leidenschaft, angehäuft im Lebenslauf, ergibt eine alltägliche, moderne Tragödie. Unterwürfige der billigen Dekadenz vergraben sich in unpersönlichen Prestige und nennen es persönliche Freiheit. Trotzdem wiegen die Worte derer, die am Rande der Gesellschaft leben müssen, mehr als jener, die sich nie mit Existenzängsten rumplagen mussten. Ein Lächeln, Schimpfen oder ehrliches Wort jener Menschen ist mir mehr wert als 1000 Tränen der Bourgeoisie. Sklaven immer noch nicht verstanden haben, der Prenzlauer Berg ist tot und es gibt nicht mal mehr einen Steinbruch, nirgends finite vorbei. Berlin ist kalt und teuer, in der Provinz gibt es entweder keine Punks mehr oder aber, wie in Halle und Leipzig, hat sie ihren Schrecken und ihren Charme verloren. Und doch, nach dem Ende von allem, ist doch noch nicht alles vorbei und es gibt sie noch. Junge Menschen, die Zeugnis ableben von ihrer Liebe zum Leben. Im Herbst 2014 machen sich 5 Künstlerinnen und Künstler mit Uralmotorrädern auf, um New York City über den Landweg zu erreichen. Die Zurückgebliebenen gründen die Punkband Beschissen. Josef und Franny von Beschissen erinnern sich. Ich weiß es noch. da saßen wir in der breiten Straße unten im Wohnzimmer. Und deine Band ist ja gerade mit den Ural-Motorrädern, also die Lulus sind ja da zu der Zeit dann gerade weggefahren. Und dann hattest du keine Band mehr. Wollte ich eine neue Band haben und habe euch gefragt? Ja. Ich habe dann in der Zeit, glaube ich, wollte ich Bass lernen und habe mir dann den Bass von Georg damals ausgeliehen. Und habe unten im Wohnzimmer, glaube ich, geübt. Und dann kam so und hat gesagt, ach cool, du spielst ja Bass. Ich sagte, nee, ich versuch's, aber ich kann doch nicht Bass spielen. Und dann hast du gesagt, ich will eine neue Punkband machen. Erinnerst du dich? Ja, ich wollte immer schon eine echte Deutsch-Punk-Band haben. Mit richtigen, dummen Deutsch-Punk-Texten und 3 Akkorden. Mann, ist das beschissen? Ich glaube, das ist auf meinem Mist gewachsen irgendwie. Hatte das mal gesagt. Es wäre ja cool, wenn man einen Bandnamen hat, der ist beschissen. Weil dann kann man sagen, oh, wir sind beschissen.
Und das ist halt voll witzig. Beschissene! Ich wollte erst eine Band mal haben, die heißt Besoffen, wenn man dann sagen kann, hallo, wir sind besoffen. Und daraus wurde dann beschissen. Eigentlich besser. Besser sogar besoffen. Ich wollte eigentlich eine Band haben, nur damit ich umsonst saufen kann. Und das geht ja bei Deutschpunk gut. Das hat auch Josef damals gesagt, dass ich gesagt habe, ich kann auch keinen Bass spielen. Er hat gesagt, wenn man Deutschpunk, brauchst du auch nicht gut Bass spielen. Ja, schließe ich mich an. Ja. Das ist immer die Idee, am Wochenende möglichst günstig einen Rausch zu haben. Ja. Arbeitswoche ist beschissen. Am Wochenende unterwegs mit beschissen und günstig saufen. Die Gegenwart ist beschissen. Die Vergangenheit ist beschissen. Und vor allem die Zukunft ist beschissen. Die Zukunft ist eine Nacht auf der Straße. Die Zukunft ist ein Trümmerfeld. Das ist Science Fiction, Dystopien, ja? Düstere Zukunftsvision, und da passt Halle eigentlich sehr gut dazu. Es ist ja grau, ja. Ich weiß, vielleicht ist die Band auch im Herbst entstanden oder so. Im November, keine Ahnung. Und da passt das vielleicht gut. Ja, kann sein. Also unser Proberaum war auch übelst abgefuckt. Aber man muss vielleicht auch sagen, dass wir ja die Texte jetzt nicht alle zusammen auch schreiben. Das wächst ja dann immer aus einer einzelnen Person heraus. Also ich glaube, Josef hat da schon eher diese Richtung, die wir gerade besprechen. Ja, ich glaube, das sind meine Texte, die düster sind. Warum? Weiß ich nicht, mag ich. So, hat auch irgendwie was, noch eine bestimmte Art von Sicherheit, so eine Zurückgezogenheit vielleicht auch. So verkopft, ja, so ein bisschen. Dass man sich da Gedanken macht über die Zukunft, aber irgendwie, ja. Also sagen, solche Dystopien sind ja, da kann man nichts falsch machen. Es ist sowieso schlecht. Und schlechter wird es halt auch nicht. Also das ist ziemlich, ja, ist eine Sicherheit, die einem das gibt. Aber das finde ich irgendwie ganz interessant, weil wenn du sagst, das irgendwie Zurückziehen und Sicherheit und vorher gesagt abschalten, und dann kommt da so ein düsteres Zukunftsszenario, was ja eigentlich auch Angst macht. Also warum dann Sicherheit? Mir macht das keine Angst. Ich habe vor nichts Angst. Nachts auf der Straße, da tobt die Gewalt. Da machen sich Menschen gegenseitig kalt. Nachts will ich auf die Straße gehen und Menschen fallen sich gegenseitig kalt machen sehen. Nachts auf der Straße, da tobt die Gewalt. Da machen sich Menschen gegenseitig kalt. Nachts will ich auf die Straße gehen und Menschen fallen sich gegenseitig kalt machen sehen. Nachts auf der Straße, da tobt die Gewalt. Das ist ja Mandys und Hennes Lieblingslied. Ich glaube, es war auch unser erster Song, den du gemacht hast, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der einzige, der so eine Dystopie hat.
oder ja, eine Zukunftsvorhersage, oder? Wie die wird? Ja, Maschine vielleicht noch, das ist auch so ähnlich. Und auch vielleicht, ja, oh, schlimm, ja. Aber die Idee ist ja auch gewesen, also für mich, meine großen Vorbilder sind ja die alten Ost-Punk-Bands, so in den 80ern. Und das ist schon arg düster auf jeden Fall. Ist ja gar keine, naja gut, irgendeine Art von Dystopie ist das ja auch. Aber das ist schon so ein ziemlich, sagen, in dem schönen, strahlenden Sozialismusbild ist dann halt so eine dystopische Komponente. Und ich glaube, das habe ich einfach aufgegriffen, vielleicht. Und aber ist das was, was dich oder euch in der Gegenwart auch beschäftigt, oder ist das nur so ein Rückbezug? Ich denke, das findet man jetzt auch, ja. Immer schon vielleicht. Aber jetzt sieht man sowas eher. Dass sozusagen die Gesellschaft oder Zusammenleben oder so ein schönes Land oder so eine schöne Vorstellung von einem schönen Land ziemlich schnell abdriften kann in ziemlich, ja, nicht so schöne Sachen. Schneller, Genosse. Die alte Zeit ist hinter dir her. Aber wovor läufst du eigentlich weg? Vor einer Zukunft, die wir uns nicht vorstellen können. Vor einer Zukunft, von der wir befürchten, dass sie allzu sehr dem gleicht, was wir eh schon kennen. Vor der Zukunft, weil du davor Angst hast, älter zu werden. Trau keinem über 30. Trau keinem, der davon träumt, wieder Teenager zu sein. Oder hinter der Mitte die 10. Traue keinem, der es als zugezogener 6 Jahre in Leipzig ausgehalten hat und noch nicht mit einer leichten bis mittelschweren Depression davongekommen ist. 2.12. Bin ein verirrtes Eisbein mit geölter Schnauze. 18. September 2017. Ich fühle wenig bis nichts, schlafe bis nachmittags und hänge den ganzen Tag unproduktiv zu Hause rum. Ich fühle mich einsam, habe den Bezug zu Menschen in meinem Umfeld verloren. Ich denke, das ist bloß eine Episode, die sich beschissen anfühlt und bald vorübergehen wird. Ich hoffe es. Außerdem lese ich zurzeit Freud, aber ich verstehe nichts. Vielleicht bin ich doch nicht so schlau. 9.12.2019. Wir sind uns ganz nah, gehen scheinbar die richtigen Wege. Die gelinkten, die gezinkten, die mit Gaben bestückten, mit Wunscherfüllungen versehenen, bevor wir auf die Idee der Verführung stoßen. O du lieber Wald, der du vielleicht ein Auewald sein mögest, uns doch nicht bist.
sind wir durch dein Portal gelaufen und du hattest ein warmes Herz für uns. Du lieber Auewald, Herberge der Problemkinder. Freundschaft. Die Therapeuten sagen, er habe eine Kommunikationsschwäche und sei antisozial. Doch auf mich wirkt er wie ein stinknormaler junger Mann in der Blüte eines anstrengenden, aber erlebnisreichen Lebens. Er würde dasselbe über mich sagen, wir verstehen uns, seitdem er ein halbes Jahr nach mir geboren wurde. Unsere Freundschaft hat sogar die unserer Eltern überdauert. Meine Mutter sagt, seine Mutter stinke aus dem Maul und seine Mutter sagt, meine Mutter wäre niveaulos. Wir lachen darüber, als wüssten sie nicht, dass ihre Kinder niveaulos geboren wurden und selbst gelegentlich aus dem Maul stinken. 15.12.2019 Provokare. Reden sind schwierig, Reden sind scheiße. Er findet Reden nicht gut, aber wir sind gedrängt, was zu sagen, was? 25.12.2019 Der Gedanken, ein Wusel, Brett verknotet vom Straßenbahnnetz. Keine Hände mehr frei, die sich kümmern könnten. Also bleibt's. So lang sitzen auf gelb-schwarzen Punkten, bis der Herr oder die Dame das Lenkrad freigibt und mich als Paket, Knäuel, Woll, willentlich aus der Bahn haut. Au. 9. August 2015. Mein Gesicht ist eine Stadt. Die Koordinaten sind vergessen. Nur auf der Landkarte kannst du uns sehen. Widerliche Hackfressen. Mein Kopf ist ein Gefängnis, von der Außenwelt verdrängt. Wüssten sie, was darin stattfindet, hätten sie mich längst erhängt. Mein Körper ist kein Tempel, ein Haufen Müll, der stinkt. Vegetier vor mich hin, bis mich jemand rausbringt. In der Straßenbahn und alle Menschen starren mich an. Sie denken, ich bin nicht normal, darum nennen sie mich asozial. Meine Wohnung zugeschissen, meine Eltern wollen nicht von mir wissen. Sie denken, ich bin nicht normal, darum nennen sie mich asozial. Asozial, asozial, ich bin nicht normal. Asozial, asozial, ich bin abnormal. Asozial, asozial, ich bin nicht normal. Asozial, asozial, ich bin abnormal. Asozial, ich bin nicht normal. Asozial, asozial, ich bin abnormal. Asozial, asozial, ich bin nicht normal. Asozial, asozial, ich bin abnormal. Also zurück zu beschissen. Beschissen ist Deutschpunk und Deutschpunk ist beschissen. Beschissen ist das reale Geschehen auf der Straße. Beschissen ist Terror und Gewalt. Beschissen! Ja, ja, ich würde glaube ich, so bei der Gewalt halt irgendwie weitermachen. Das ist ja auch bei Trümmerfeld, glaube ich, also da geht es auch um so Schlägerei. Und das kommt aber auch vor, Nazi-Schweine schlagt in die Fresse rein. Was ist das? Warum die Gewalt? Wir haben ja auch einen neuen Song, der heißt Schläger. Ja, da kannst du auch wieder Josef befragen, weil das sind auch alles Josefs Texte. Das ist auch alles passiert. Das sind also Schläger zum Beispiel, das ist mir hier passiert. Auf der Eisenbahnstraße, da kam halt ein Typ und hat mir einfach aus der Kalten einen in die Fresse gehauen. Oder Nazi-Schweine, ja, das sind halt so End-90er-Geschichten halt, die man halt so erlebt hat. Und irgendwie auch wahrscheinlich Trümmerfeld in dem Lied, naja, da steht man dann alleine und dann abends in der Stadt und dann muss man die Beine in die Hand nehmen. Oder halt kämpfen. Und vielleicht ist es auch so... So, weiß ich, so ein Traum, ja, dass man dann sagt, okay, ich bleib stehen und jetzt zeige ich es allen. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so, leider. Meistens verliert man dann. Ja. Asozial,
Ich gehe nach der Straße lang. Und wenn ich dich sehe, dann frag ich nicht lang. Ich nehme einen Pflasterstein und schlag dir deine Fresse ein. Wenn ich dich sehe, dann frag mich den Mut. Wer will so tun? Das tut mir gut. In deinen Augen, das ist genau. Du willst doch auch Nazis auf. Ich gehe nachts die Straße lang. Und wenn ich dich sehe, dann frag ich nicht lang. Ich nehme einen Pflasterschein und schlag dir deine Fresse ein. Wenn ich dich sehe, dann frag mich den Mut. Wie willst du tun? Das tut mir gut. In deinen Augen, es ist genau. Du willst doch auch Nazi-Sau. Nazi-Schwein, Nazi-Schwein. Ich schlag dir deine Fresse ein. Nazi-Schwein, Nazi-Schwein. Ich schlag dir deine Fresse ein. Nazi-Schwein, Nazi-Schwein. Ich schlag dir deine Fresse ein. Nazi-Schwein, ich schlag dir deine Fresse ein. Schneller, Genosse, es sind 15 Nazis hinter dir her. Und wovor rennst du eigentlich davon, wenn man sich klar macht, dass hier immer wieder Sachen passieren, die man mit einer einfachen Prügelei überhaupt nicht mehr regeln kann, selbst wenn man stärker oder in der Überzahl wäre? Unwahrscheinlich genug. Wovor rennst du eigentlich weg? Vielleicht einfach davor, dass es möglich ist, dass an Yom Kippur ein Antisemit, Frauenfeind, Rassist durchdreht und mit selbstgebauten Waffen hier in dieser Stadt durch diese Gegend läuft und ballert, gezielt auf Menschen schießt und Menschen trifft. Der ist entstanden, weil ja vor 2 Jahren der Angriff auf die Synagoge war in Halle, an der Saale. Genau, und das ist ein Lied darüber, wie meine Wahrnehmung an dem Tag so war. Und auch das Drumherum. Also es ist auch eine Verarbeitung von etwas, was passiert ist. Und ich glaube, danach habe ich mich auch erstmal so richtig mit dieser Inselbewegung so ein bisschen beschäftigt.
und bin da so ein bisschen reingetaucht und habe gecheckt, was es für Personen sind oder unterschiedliche Personen sind, genau, und mich dem Thema dann einfach so auch musikalisch dann gewidmet. Und bei dem Song, also da gibt es ja sozusagen ein Video dazu, also das finde ich auch sehr bemerkenswert, weil das irgendwie recht aufwendig und künstlerisch eigentlich so gestaltet ist. Ist das ein wichtiger Teil für euch sozusagen, dass das nicht nur die Musik ist, sondern dann auch so Zusammenarbeit mit Freunden, die dann zum Beispiel sowas auch machen? Ja, also ich habe immer Bock auf Musikvideos und Christoph auch, der ist jetzt ja heute nicht da, der gehört ja auch zu Beschissen, das ist der Schlagzeuger, der schreibt auch manchmal oder ist relativ neu, fängt da gerade an Texte zu schreiben. Genau, und wir toben uns da auch einfach auf der Bildebene aus und ich bin ja auch, habe immer Lust auch Freundinnen zu supporten oder aus dem Bekanntenkreis. Und das Video hat Johanna gemacht aus Berlin und ja, die ist einfach auch eine super gute Künstlerin und eine coole Person, die immer ganz viel für die Szene auch macht und organisiert und Konzerte macht in der KVU etc. pp. Und uns auch schon, mich und Theresa oder mit Beschissen, weiß ich jetzt gar nicht, oft eingeladen hat und dann, ja, dachte ich, es wäre cool, wenn sie ein Musikvideo dazu macht. Beschissen ist Punk. Punk ist eine kleine Nostalgie. Anachronismus, Energie aus vergangenen Tagen. Punk ist tot und wir sind halbtot. Tote auf Urlaub. Kannst du nicht zu ernst nehmen, ist nur mit deinem Augenzwinkern zu haben. Punk ist Ironie. Ironie ist beschissen. Uiuiui. Also für mich ist beschissen auf jeden Fall viel mit Ironie, aber auch natürlich ernsthafte Ironie. Ja, ich glaube, man darf das alles nicht zu ernst nehmen auf jeden Fall. Schon ironisch. Aber ich glaube, diese Punk-Schiene ist tatsächlich totgetreten eigentlich. Und im Prinzip findet das jetzt nur noch bei irgendwelchen Künstlern statt, also Leuten wie uns irgendwie, ne? Naja, ein paar, naja, guck mal, die, also von meinen Freunden früher, die irgendwie, mit denen ich so, also es waren viele Punks, die nicht unterwegs war, die sind entweder, weiß nicht, gestorben oder arbeiten jetzt in irgendwelche Proleten oder so. Und der andere Teil hat Kunst studiert und die machen jetzt, gucken irgendwelche Punk-Sachen oder vielleicht auch ironische Punk-Sachen, das weiß ich nicht. Aber du redest ja jetzt von Leuten in unserem Alter, gibt ja auch andere Menschen. Aber das heißt, ihr seid gar keine richtigen Punks, oder was? Anscheinend nicht. Doch, klar. Immer Punk, ne? Lauf schneller, Kommilitone. Lauf schneller, immer schneller. Lauf, bevor die Urmutter dich zerquetscht. Vor die Uhr wurde mich zerquetscht, lockt der Urschrei! Vor die Uhr wurde mich zerquetscht, lockt das Leid! Vor die Uhr wurde mich zerquetscht, geh zugrunde, was die Urmutter mich befreit! Vor die Uhr wurde mich zerquetscht, steht ein Sofa. Vor die Urmutter mich zerquetscht, bellt der Schoß.
Urmutter mich zerquetscht, zwetschen, zwetschgen. Wo die Urmutter mich zerquetscht, kauf ein Los, Patjonki. Schnabeltasse, dionysisch, ein Zungenkuss zwischen den Gitterstäben. Zu früh, zu blond, tanzt den Mussolini. Ich bin ledig. Reden wollen wir aber heute von Saint-Toupé, gegründet 2021 in Halle, einer Band, die geboren wurde im Frührot des Karbiz zwischen Fritz Weineck und Ludwig dem Springer, 500 Meter von einer anderen Burg entfernt, einer Hochburg des postmodernen Ausdrucks zwischen sirrendem Schwindel und hoffnungsloser Ehrlichkeit, der Giebichenstein Kunsthochschule. Was hier an Sitte herrscht, ist wohl nur manchem Wessi höchste Wonne, doch die im Nirvana hausten hoffen auf Warhol und wie in den bildenden Künsten, so auch in der Literatur, so auch in der Musik. Im Zentrum der Märzkämpfe Punk zu machen, 100 Jahre danach, ist nur auf dem Galgenberg möglich oder eben auf Fäten zwischen Bambi und Nordhäuser Doppelkornleichen. Die Leichen aus dem Keller für die Leichen im Hof, ja. Hier spielen die Toupés dann auch meist, allerdings sind sie in Potsdam schon unangenehm aufgefallen bei einem Festival mäßiger und mittelmäßiger Rock- und Postrock-Bands. Die Musik von Saint-Toupé ist eine Mischung aus Punk, Elektro-Trash, Reggae und Riot Grrrl. Textlich zwischen Lötfett, Nächstenliebe und Mallarmé. Ein Stück Fun, ein Stück Provo für Jung und Alt. Der Versuch, auch nach dem Kunstdiplom die Welt für bewohnbar zu halten. Sich auf den nächsten, nicht erlebten Tag zu freuen, ihn besorgniserregend zu umarmen. Wovor läufst du eigentlich davon, Genossin? Kann losgehen. 1, 2, 3, 4. She had no fear. She had no
und der Wind weint. Im Sattel gestorben. Und der Wind weint. Im Sattel gestorben. Du bist Nacht. Zu einem fernen Donner. Du hast es ausgecheckt. Überrascht sein? Du hältst die Hand des Todes. Hat an der Schlacht teilgenommen. Tragen sie wie der Wind. Tragen sie wie der Wind. Tragen sie Rasseltod. 2.1.2020. Medusas Blick ist tödlich. Sie ist die einzig Sterbliche der drei, geköpft durch Perseus, Zeus' Sohn. Gegen Ende der Nacht. Staub. Hunde und Vögel sind weit voneinander entfernt. Die Sonne geht jeden Tag auf und ab. Licht und Schatten verändern die Wände. Der herrliche Komet. Was ich anfasse, ist aus Stein. Staub. Lass es heute Nacht. Und Vögel sind weit voneinander entfernt. Voneinander entfernt. Die Sonne geht jeden Tag die auf Sonne und ab. Tag Licht und Schatten Licht verändern die Wände. Schatten verändern die Wände. Der herrliche Komet. Der herrliche Komet. Was ich anfasse, was ich an ist aus Stein. Was ich an ist aus Stein. Lass es heute Nacht. Lass es. 7.1.2020. Mein kunterbuntes Haus sieht runtergekommen aus. Die Urtraurigkeit stellt sich ein. Rote Taschentücher tragen ihre Hüte, um mir Freude zu bereiten. Hallo. Man könnte die Welt als Traum sehen. Man wacht auf in diesem Welt und weiß, dass es ja doch nur ein Albtraum der Welt war. Es wird gesagt, dass die Welt, in der wir leben, kein bisschen anders ist als diese. Kein bisschen an der alten Kultur als diesen Bären oft als Menschen angesehen. 30.01.2020. Beim Kartoffelklauen mein Bein verloren. Meine Passion, sich selbst verloren. Seitdem bin ich Angler. Leidenschaftlich. Warte und singe. Für den Teich und den Teich. Steine schmeißen. Es knistert in meinem Kokon. Zu viel Sterne in deinem Flakon. Es knattert in meinem Kopf. Ich hatte Angst, du bohrst mir in den Zopf. Es rieselt Gips in meinen Augen. Ich mag's an dir zu saugen. Ich mag's von dir zu träumen. In 180 leeren Räumen. In blauen Wiesen zu liegen, unter grünen Frottehimmeln zu lieben. In Zeckengebieten sich zu verkriechen, unter Dämmerung sich zu vergießen. Kokon. Flakon. Kakao! 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 Kak
Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Zu hören war der Song »Jetzt bin ich Punk« von Lötfett. Zu hören waren die Texte »Ist es einfach Punk zu sein« und »Wo die Urmutter dich zerquetscht« von Matthias Bader-Holst, letzteres in einer Interpretation von 206. Zu hören waren Texte von Jana Lorenz und ihre Band Saint-Toupé aus Halle. Zu hören war ein Interview mit Franny und Josef von der Band Beschissen, von denen ebenfalls mehrere Songs zu hören waren. Zu Beschissen gehören neben Josef und Franny außerdem auch Christoph am Schlagzeug und der super Background-Sänger und Percussionist Tim. Genannt und gegrüßt. Zu hören waren Texte aus dem Comic- und Poesie-Fanzine Eindrücke und Verstimmungen aus 6 Jahren Leipzig von Max Mustermann und ein weiterer Text von Max aus einem zweiten Fanzine, das gerade in Vorbereitung ist. Max Mustermann spielt bei den New Adults aus Leipzig, die ebenfalls zu hören waren. Zu hören waren Texte von Knospe Cayenne aus dem Gedichtzyklus »Will wieder Teenager sein«, hinter der Mitte die 10. Interpreteur, Interviewer, Sprecher und Monteur war Lukas. Der ist bald wieder zu hören. Auf Wiederhören. Amselzwang. Okay, das machen doch eh alle neben uns. Was war denn das? Das war ja voll beschissen, Alter. Das sind die Schuldamseln in unseren Herzen. Das sind die Zitteramseln in unseren Adern. Am Morgen macht das Pumpen Arbeit. Und am Ende dreht sich doch alles im Kreis. Das sind die Schuldamseln in unseren Herzen. Das sind die Zitteramseln in unseren Adern. Am Morgen ist alles neurologisch und am Ende tut alles weh. Das sind die Schuldamseln in unseren Herzen, das sind die Zitteramseln in unseren Adern. Am Morgen bin ich vollendet und am Ende bin ich Morgenlicht meiner Fremde. Für immer verloren, für immer verkannt, für immer geborgen in meinem Selbstverstand. Für immer verloren, für immer verkannt, für immer geborgen in meinem Sonnenunterstand. Das sind die Zeiten, schon immer benannt, nichts dran zu reiten, schon immer bekannt. Ein Nachthorn in der Nebelnacht, lauter als die lautesten Frösche, lauter als die lautesten Schlangen. Schlangen und Schwerter fliegen durch die Lüfte, wo sonst nur Gewehre nützlich sind, wo wir uns fragten, ob das denn unbedingt nötig sei. Eine vernünftige Antwort gab es nicht, dafür Fußgescharre und wildes Gelächter. Warum ziehen der Mann und das Meer so sehr? Warum ziehen der Mann und das Meer so sehr? Warum ziehen der Mann und das Meer so sehr? Warum ziehen der Mann und das Meer so sehr? Warum ziehen der Mann und das Meer so sehr? Thank you.
Ich grüße auf jeden Fall Theresa, die übrigens unsere Managerin ist. Dann Christoph, also Xbox. Meine Mama. Ich grüße die breite Straße. Ich grüße auch Christoph natürlich. Und unsere Freunde. Ja. Ich überlege gerade noch, wen ich noch alles grüßen will. Ich grüße natürlich auch Johannes und Elle. Ich grüße alle, ich will niemanden vergessen. Abschließende Worte, ja. Ihr müsst alle viel mehr Punk hören. Genau. Weglaufen oder Steine schmeißen.